Es ist an der Zeit, die Clownsmaske abzustauben und deine Bohrmaschine neu zu starten. Die Veröffentlichung von Payday 3 steht vor der Tür. Das lang erwartete Sequel erscheint am 21. September. Und obwohl es noch nicht in den Händen der Spieler ist, sieht es schon jetzt so aus, als würde es ein erstklassiges Spielerlebnis bieten. Auf der Gamescom wurden Deep Silver und Starbreeze mit zwei Auszeichnungen für den Co-op-Shooter geehrt, nämlich Best PC Game und Most Entertaining Game. Diese Auszeichnungen folgen auf einen starken Auftritt von Payday 3 auf der Gamescom, wo die Besucher die Möglichkeit hatten, den 99 Boxes Heist zu spielen, einen von 8 Heists, mit denen das Spiel startet. Wenn du dich nach mehr Möglichkeiten sehnst, Verbrechen zu begehen, dann kannst du dich auf den Post-Launch-Content freuen, der für mindestens 18 Monate versprochen wird und Charaktere, Raubüberfälle, Waffen, Gadgets und neue Outfits beinhaltet. Einer der neuen Raubüberfälle, die im Verlauf des Spiels verfügbar sein werden, zeigt Ice-T, der offenbar seit Jahren ein begeisterter Fan der Serie ist. Er wird Mac spielen, einen der Auftragnehmer, die der Bande helfen, aus dem Ruhestand zurück ins kriminelle Leben zu finden.